Ja, also ich finde die Also. Idee auch sehr interessant tatsächlich. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum generell große Geldflüsse aus dem Ausland fließen sollten. Da sind dann wahrscheinlich irgendwelche Absichten, die dahinter stecken, ne? Ob es jetzt politisch oder wirtschaftlich oder sonst was ist. Ist ja meistens dasselbe. Finde ich schon mal eine gute Idee. Was könnte man noch so machen? Hättest du da noch mehr Vorschläge? Also glaubst du, würdest du generell das Problem hier vor allem in diesen Geldern und in diesen NGOs festmachen? Also das größte Problem in der Hinsicht? Ja, definitiv. Dann das Mediensystem, also definitiv. Also die treiben das ja groß voran. Also die bereiten ja auch Unterrichtsmaterialien für die Schulen beispielsweise vor, was ziemlich problematisch ist, wenn die nächste Generation gleich in den Schulen damit indoktriniert wird. Dazu Absolut. muss man natürlich auf das Mediensystem noch Einfluss nehmen. Also ich wäre grundsätzlich für eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Ich sehe aber, dass das politisch sehr, sehr schwierig werden wird, da halt alle Bundesländer mit am Tisch sitzen, die Bundesregierung und die Medienstaatsverträge neu zu verhandeln, sehr schwierig sein wird. Deswegen halte ich es für politisch leichter durchzusetzen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk komplett abzuschaffen. Also du bist eher für die Abschaffung oder eher für die Reformierung? Ich bin eher für die Reformierung, aber Achso. ich halte die Abschaffung für leichter durchsetzbar. Okay. Ich finde, also eine Reform ist halt immer was Schwieriges. Ist immer die Frage, inwiefern ist Neutralität etwas, was erreicht werden kann überhaupt? Man kann natürlich sagen, wir erreichen Neutralität, indem wir halt eine Meinungspluralität erschaffen. Also wir haben Rechte, Linke und alle möglichen und alle haben halt eine Agenda. Nur es entsteht halt eine Balance daraus, dass eben beide Seiten vertreten sind. Hier entsteht halt das Problem. Wir hatten schon mal ein System, es war. Der Grundgedanke war, wir machen es neutral und am Ende wurde das System unterwandert von den Woken. Jetzt ist halt die Gefahr, okay, wir reformieren es. Was hindert, was muss man tun, damit diese Unterwanderung nicht erneut stattfindet? Und inwiefern lässt es sich überhaupt reformieren, dass man überhaupt einen neutralen Zustand in irgendeiner Form erreichen kann? Da gibt es einen interessanten Vorschlag. Man könnte die Rundfunkräte als gewählte Bürgerräte, nicht gewählte, was sage ich da für einen Unsinn, geloste Bürgerräte machen. Also man lost irgendwie zufällig einen Bürger, der nach gar keinen Kriterien ausgewählt ist. Er muss nur mindestens 18 Jahre und deutscher Staatsbürger sein und schon kann er da reingelost werden. Und so könnte man diese Rundfunkräte einerseits staatsfern und gleichzeitig repräsentativ für die Gesellschaft machen. Was hältst du davon, Stan? Ja, damit tue ich mich schwer, gemein solche Wahlen von Bürgern, die absolut keine Kompetenz in diesem Fachbereich haben, halte ich immer für schwierig. Ja, was heißt Kompetenz? Sie müssen ja nur entscheiden, wie das Programm strukturiert ist. Das Detailwissen, das können Sie sich ja relativ schnell anlesen. Also normalerweise werden da Kirchenvertreter, Gewerkschafter, Politiker reingesetzt. Die haben ja auch erstmal keine Ahnung, lesen sich dann da rein, beziehungsweise bekommen das von anderen Leuten zugetragen. Nur so hätte man halt eine Staatsferne hergestellt. Also die Parteien hätten keinen Einfluss darauf, wer in diesem Rundfunkrat sitzt. Naja, der Grundgedanke ist halt, wer los am Ende? Und wie kann ich Ja, was sicher heißt, wer gehen, dass los? das ein legitimes, dass es ein legitimes Losen ist? Kurz erklären dazu den Kontext. Wir hatten den Fall jetzt vor ein paar Monaten, dass die AfD zum Beispiel gefordert hatte, wir wollen eine Volksabstimmung. Das wurde dann abgelehnt mit der Begründung, wir machen eine, das war doch auch das, ne? Da gab es einen Fachbegriff, den habe ich gerade leider nicht. Wir machen jetzt auch diese Diese Losung, Bürgerräte Bürgerräte sollen. oder sowas, genau. Und aber, diese Bürgerräte sind ja dann nach Kriterien eingeteilt. Da müssen dann die Ja, ganzen das darf man nicht Quoten, machen. genau, Keine Kriterien. die Keine hatten da Kriterien. Quoten dann vorgegeben, so und so viele Trans-Leute, weiblich, männlich, was auch immer. Das haben wir zum Beispiel natürlich absolut abgelehnt. Aber du sagst ja selber, keine Kriterien. Dann ist das ja schon mal in der Hinsicht zumindest, würde ich jetzt auch nicht die Wow. Losung in Frage stellen. Die Frage ist nur, ob es eine Lösung der Probleme dann am Ende ist, ne? Ja, das würde sich dann halt zeigen. Das würde sich dann halt zeigen. Und wenn das System schiefgehen würde, könnte man es ja immer noch abschaffen. Aber das wäre halt meine Idee für eine Reform der Auswahlgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich glaube, da würden auch sehr viele Formate rausfliegen, weil es in der allgemeinen Bevölkerung, wenn man da einfach mal irgendwie einen Querschnitt nimmt, Funk. für viele Dinge, ja, Funk. Das ist jetzt das erste Beispiel, was jedem einfällt, ein sehr geringes Verständnis für gibt. Das Öffentlich-Rechtliche so ein breites Unterhaltungsprogramm gäbe. Ich glaube, da würde der Großteil der Bevölkerung radikal zusammenkürzen, wenn er darüber frei entscheiden könnte.
Und durch ein Wahllosverfahren könnte man halt die Bevölkerung sehr gut repräsentieren, ohne da halt bestimmte Leute mehr vertreten zu haben. Wenn man es wirklich komplett zufällig macht, wenn man wirklich sagt, wir losen da Bürger rein und ohne dass man sich davor anmelden muss, ohne dass man irgendwas erfüllen muss, man muss nur 18 Jahre und Deutscher sein. So, das heißt explizit auch, dass da Extremisten reinkommen dürfen, dass da geistig Behinderte reinkommen dürfen, dass da jeder reinkommen darf. Egal, ob er geeignet ist, damit man eben keine Ausschlusskriterien hat, die zu Missbrauch einladen. Also das muss man auch explizit dazu sagen. Was hältst du von der Idee, Panda? Ich denke, es könnte auf jeden Fall eine Verbesserung sein zu dem, was wir heutzutage haben. Ja, wäre nur die Frage, ob das dann wirklich alle Probleme löst oder ob die es irgendwie dann schaffen, wie auch immer, das System trotzdem noch auszunutzen, indem man zum Beispiel sagt, so, ihr habt jetzt die Wahl, wir machen Programm A oder Programm B. Aber wie wir ja zum Beispiel von diesen ganzen 13-Fragen-Sendungen und so weiter wissen, die Gegenseite ist im Grunde genommen, naja, nicht wirklich die Programm Gegenseite. Programm A und Programm B sind gleich politisch motiviert. Also im Best Case würde sich das ja dann vermutlich ändern, nehme ich jetzt mal an, laut seiner Theorie zumindest. Wenn es funktionieren würde, wäre das auf jeden Fall eine Idee, die man machen könnte. Es würde aber auch nicht das Problem ändern, dass zum Beispiel die Kosten einfach unfassbar hoch sind. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich bin ja auch nicht zwingend für eine komplette Abschaffung. Gerade sehe ich auch keine bessere Alternative, wie du auch gesagt hast, Agitator, die wirklich realistisch umsetzbar wäre. Aber theoretisch, wenn es denn reformierbar wäre, zum Beispiel mit zufällig gelosten Leuten und dass das dann wirklich auch Einfluss hat und vor allem dann auch die Kosten geringer gehalten werden, also die wollen sie ja sogar erhöhen, ich finde es zu teuer, dann könnte ich mich vielleicht damit auch mit dieser Idee anfreunden, im Best Case, wenn es denn alles so funktionieren würde. Aber das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich halte das nicht für realistisch. Das wäre jetzt meine Traumvorstellung, wenn man mir jetzt den Zauberstab in die Hand drücken würde. Aber das wird ja nicht der Fall sein, sondern es wird beispielsweise BSW-Ministerpräsidenten geben. Jetzt, also wenn es ganz gut läuft, wenn es sehr gut läuft. Und der hätte dann nicht die Möglichkeit, von sich aus die Rundfunkstaatsverträge neu zu verhandeln. Er könnte sie aber sehr, sehr einfach aufkündigen. Und das wäre politisch relativ leicht umzusetzen. Mhm. Björn Höcker hat ja, also der ist jetzt nicht vom BSW, der ist von der AfD, aber der hat angekündigt, die Rundfunkstaatsverträge aufzukündigen, sollte er Ministerpräsident werden. Ja, den Clip habe ich gesehen bei Twitter. Sollte auch die Haltung der neuen Wagenknecht-Partei sein, meiner Meinung nach, weil alles andere taktisch sehr unklug wäre.